Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Pickup Garage. Mein Name ist Matthias Hoffmann und in diesem Video wollen wir auf ein Problem eingehen, was nahezu jeder Pickup-Fahrer im Gelände kennt. Das heißt, jeder Pickup, der in Deutschland ausgeliefert wird, hat bauartbedingt natürlich einen relativ langen Radstand. Genauso wie hier der Ranger im Hintergrund haben wir einen Radstand von ca. 3 Meter. Und dieser lange Radstand macht es natürlich im Gelände relativ schwer zu fahren. Das heißt, jeder, der mal im Gelände unterwegs war, und ich meine jetzt nicht einen normalen Feldweg, sondern ein Gelände, wo es ein bisschen rauf und runter geht und mal ein bisschen Rampen dabei sind oder Huppel, die man überfahren muss, der merkt, dass er relativ schnell mit seinem Trittbrett aufsitzt. Und das ist einfach dem langen Radstand geschuldet. Und es ist so, dass viele Pickups ein serienmäßiges Trittbrett haben, wie auch der Ranger hier, der hat auch ein serienmäßiges Trittbrett, welches aber an der Karosserie verschraubt ist. Und diese Verschraubung macht das Trittbrett in sich schon mal grundsätzlich nicht so stabil, beziehungsweise die Gefahr, dass ich mein Auto beschädige, ist relativ hoch, da das Trittbrett an der Karosserie befestigt ist. Und dafür gibt es eine Lösung. Das heißt, in diesem Fall haben wir hier verbaut Rival Rockslider. Rival ist ein russischer Hersteller und jeder, der die Rival-Produkte kennt, weiß, dass Rival massive Sachen baut. Bei denen geht es weniger um die Optik, sondern mehr um die Funktionalität. Und das ist bei diesen Trittbrettern bzw. Rockslidern gegeben. Der große Vorteil ist, sie werden am Rahmen befestigt. Schau mal, Chris, ob du das aufs Video drauf bekommst, wenn du drunter filmst. Und durch die Befestigung am Rahmen werden die Rockslider schon deutlich stabiler und man kann sie mehr belasten, weil der Rahmen einfach deutlich mehr aushält als die Karosserie. Und es ist natürlich im Gelände ein großer Vorteil. Natürlich ist es auch bei diesen Rockslidern so, dass sie nicht alles abkönnen. Das heißt, wenn wir über eine Steinkante schlittern mit den Rockslidern, dann haben wir auch Beschädigungen an der Steinkante. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber sie bleiben in der Funktion. Das heißt, sie sind weiter funktionell und auch trotz der Beschädigungen an der Optik. Und das ist der ganz große Vorteil. Jetzt haben wir natürlich das Problem im Video, wie zeigen wir das, wie stabil die sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir heben mal das Auto an der Seite hoch, an den Trittbrettern, um mal zu zeigen, zu verdeutlichen, wie stabil die überhaupt sind. Und ja, das machen wir mal. Conny? Diese Trittbretter sind für verschiedene Pickups erhältlich. In diesem Fall an einem Ranger montiert, kannst du hochheben. Aber verfügbar für den Amarok, für den Avara, für den L200 und so weiter. Aber da einfach auf unsere Internetseite gucken, da sieht man dann, welche Fahrzeuge das ist, verfügbar ist. Und kannst ausmachen. Und man sieht hier, wir heben jetzt quasi das Auto mit dem Gabelstapler nur am Rockslider hoch und er hat überhaupt keine Probleme damit. Und das ist schon mal Grundvoraussetzung für so ein Teil, damit man das gesamte Fahrzeuggewicht auf der Seite drauf abstellen kann. Und das ist in dem Fall problemlos möglich. Und ja, ein ganz, ganz gutes Produkt für jemanden, der ins Gelände fährt, in den Wald fährt. Jemand, der bloß in der Stadt unterwegs ist, für den ist es nur eine optische Sache, weil sie deutlich massiver aussehen als die serienmäßigen Trittbretter. Und ja, wie gesagt, erhältlich für fast jeden Pickup, der in Deutschland ausgeliefert wird. Einfach bei uns auf der Internetseite gucken. Unter diesem Video ist ein Link. Und einfach auf den Link klicken, da gelangen Sie auf unsere Internetseite und da steht dann aufgelistet, für welchen Pickup das ist verfügbar ist. Und Montage ist grundsätzlich selbst möglich. Originaltrittbretter weg und dann die Halterungen an den Rahmen schrauben. Um Zeitaufwand, Stunde, anderthalb, vielleicht zwei, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ist aber auch grundsätzlich bei uns in Langenaltheim möglich, die Montage. Und ja, soweit. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.